leider konnte er die Platzhirschalm so nicht mehr weiterführen, wie er das wollte. Hat uns gefragt, ob wir das übernehmen. Wir haben gesagt, jawohl, cooles Projekt, machen wir. Dann kam, wie es Annette schon erwähnt hat, die Pandemie dazwischen. Das heißt jetzt 2-3 Jahre gar nichts. Und für uns ist auch heute das der erste Start in der Platzhirschalm. Ich glaube aber, das ist uns ganz gut gelungen und es ist echt schön geworden. Wir freuen uns drauf. Wir haben jede Woche Donnerstag, Freitag, Samstag geöffnet. Wir haben 100 Plätze hier drin. Genau, es gibt jeden Abend ein Menü. Man kann auswählen zwischen einer Flefesuppe oder Blättchen, wenn die gehen, wie in der Baraka, Fleischkäse, Wurst, Brot dazu. Dann gibt es die Hauptspeisen Gulasch mit Knödel oder die Käsespätzle. Und hinten raus immer den Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Genau. Annette hat es schon erwähnt, das unterscheidet sich ein bisschen von der Baraka Swiss, dem zweiten Projekt von uns. Weil die Baraka ein bisschen gediegen, Käsefondue, das ist auch ein bisschen schwerer. Hier liegt der Fokus jetzt nicht unbedingt auf dem Essen, sondern eher so ein bisschen in Richtung Partystimmung. Um 22 Uhr fängt es hier an zu schneien. Die Musik kann aufgedreht werden. Man kann ein Skirennen hier durch den Gang machen. Es kann genagelt werden hier hinten. Das haben wir schon gemacht. Haben wir schon gemacht. Skirennen auch. Wir haben gewonnen. Stimmt. Ja. Seid ihr heil angekommen hinten auch? Oder ja, 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 ehrlich? Wir waren so alle. Wollt ihr es mal ausprobieren? Okay. Macher Junge. Genau. Wir haben 4 Specials. Einmal im Monat, jetzt Dezember, Januar, Februar und zum Abschluss am 4. März kommt der DJ Tom von der Münchner Geschicht. Wird sich da hinten schön im Eck platzieren, wird sein DJ-Equipment dabei haben und hier dann auch ab 22 Uhr ein bisschen Hüttengaudi machen, Party machen. Ja, das ist im Prinzip so das. Oh, wer kommt denn da? Moment! Ja, du bist die Hütten! Vielen Dank! Bitteschön. Wir haben einmal hier die Sarah, das ist unsere Projektleiterin, die sowohl die Baraka Swiss in Heidelberg als auch hier die Platzhirschalm über ein Jahr jetzt vorbereitet hat. Und ich glaube, die letzten 4 bis 6 Wochen hat sie uns des Öfteren verflucht, das ganze Projekt verflucht. Ich hoffe, dass ich das nächste Woche lege, wenn die Leute, die das erste Mal hier waren, schön gefeiert haben. Wie lange haben wir jetzt hier aufgebaut? 14 Tage? Ja. Knapp 14 Tage, von morgens bis abends, infrastrukturell alles mit Kran, das Notstromaggregat hinter die Hütte gehoben. Das ist schon immer ein bisschen anstrengend. Das ist ein super Gelände hier, schön, aber bis die Hütte hier reingesetzt ist, das ist schon ein bisschen knackig. Die Hütte kommt aus dem Odenwald, Holzbau Schmidt heißt der Kollege. Guten Appetit zusammen. Vielen Dank. Die gleiche Hütte wie schon vor. Nur der Eingang wurde ein bisschen versetzt. Du hast, glaube ich, gesagt, das letzte Mal ist man hier reingegangen. Ja. Genau, und dann haben wir hier noch unsere gute Seele der Hütte, die Michelle, die jeden Abend hier die Gäste begrüßen wird und quasi die Serviceleiter und Hüttenchefin hier ist. Richtig? Ja, genau. Genau, so sieht's aus. Ja. Ansonsten. Du hast alles verpasst jetzt, was ich erzählt habe. Also, ansonsten ist ja, wie ist es denn mit dem Vorverkauf? Verkauft ihr jetzt viele Einzeltickets? Muss ich einen Tisch buchen? Kann ich zu zweit kommen? Also generell... Die Weihnachtsfeier hier über die Uhr oder was? Generell ist alles möglich, was der Kunde auch will, der Kunde kriegt. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Firmenbuchungen tatsächlich drin, nicht so viele private Buchungen. Weihnachtsfeiern, Firmenfeiern, Winterfeiern, die ganzen Namen drum und dran. Es geht von 8-Personen-Buchung bis zur Exklusivbuchung. Ist natürlich alles möglich, soweit die Plätze natürlich noch verfügbar sind an den Tagen. Private Leute können natürlich auch buchen über die Website. Das geht auch ganz einfach und das machen jetzt auch tatsächlich, jetzt wo die Saison losgeht, auch immer mehr Leute. Also ist alles möglich von 2 Personen bis zur Exklusivbuchung. Was hier ein bisschen unterschiedlich ist zur Baraka, ist, dass in der Baraka haben wir 2er-Tische, ist ein bisschen romantischer vorbereitet.
hier ist es eher, dann sitzt man halt in einer Gruppe, weil der Sinn und das Gefühl hier in der Hütte soll ja eher auf zusammen feiern, zusammen sein und schönen Abend verbringen. Ja. Genau. Wann hat die Hütte offen? Die Hütte ist Donnerstag, Freitag, Samstag offen und dann jeweils ab 18 Uhr, im Normalfall bis 1 Uhr morgens, je nachdem wie lange man feiern möchte. Ja, das habe ich doch schon ausgiebig gesagt. Wir haben einmal die Fledle-Suppe oder eben das Plättli hier als Vorspeise, was bei euch allen steht. Hauptspeise ist Gulasch mit Knödel und Rotkraut oder eben die Kässpätzle mit Beilagensalat und hinten raus gibt es den Kaiserschmarrn mit Apfelmus. Das war dieses Jahr auch immer gleich oder nicht? Das verändert das Speisen. Das Speisenangebot hat sich einen Ticken verändert. Also Kaiserschmarrn gab es schon immer, Plättli vorneweg auch. Die Hauptspeisen haben wir ein bisschen variiert dieses Jahr. Ja, wir hatten auch Salat mit Haxe gab es als Vorspeise, als Hauptspeise, ja. Wer hat jetzt denn das geflucht? Was war das Schwierigste? Für mich? Also so eine ganze Hütte bringt ja auch alle Bereiche mit sich, von Vorbereiten mit Pressekunden, egal ob es jetzt Privatfirmen sind, Marketing, Logistik, Aufbau und Materialbestellungen, Getränke, Speisen. Das sind halt viele Sachen, die man erst erarbeiten muss und es kommt halt alles auf einmal. Und es sind auch viele, viele Sachen, die bei jeder Veranstaltung, die im letzten Moment auch halt einen auf den Kopf fallen, weil man das eigentlich gar nicht geplant hat oder nicht wusste, nicht gesehen hat. Und es muss halt im letzten Moment sehr viel gemacht werden. Haben wir auch gemacht, das war sehr gut. Ich glaube, das Knifflige war jetzt bei der Baraka Swiss in Heidelberg. Die machen wir jetzt zum zweiten Mal. Ja. Da wussten wir, letztes Jahr haben wir schon kleine Aufgaben, Problemchen gehabt, die man dieses Jahr dann einfach locker beseitigen genau. kann. Hier war das im Prinzip, hier war das Prinzip teilweise im Blindflug. Wir hatten wirklich extrem wenig Informationen vom Arno, wie wo was aufgebaut wird, auf was man achten muss. Und das sind halt dann die Sachen, die aufploppen beim Aufbau. Wie lange hat es denn jetzt gedauert, die Hütte hier aufzubauen? Fast genau 14 Tage. Richtig? Ja. 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 Und es,